Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme aus der Stadt Pulsnitz, bin Mitglied im KV Bautzen und gehöre zum Vorstand der Regionalgruppe Kamenz und Umland. Ich möchte nicht mal eine politische Rede halten oder das Wahlprogramm wiederholen. Bei letzteren hatte ich schon mitgewirkt. Wir hatten schlechte Wahlergebnisse im ländlichen Raum bei der Bundestagswahl eingefahren. Das war noch nicht genug. Unser Ex-Ministerpräsident Tillich versuchte, rechts die AfD zu überholen. Damit immer noch nicht genug. Trat er zurück und die Leute der AfD feierten das als Sieg und wollen nun in den Landtag 30% erreichen. Das Problem, was wir im Moment vor Ort haben, man hört nichts von der AfD und auch nicht vom Bundestagsabgeordneten Herrn Hilse, worauf ich schon seit letztem Jahr warte, um mit Hilfe von Konstantin von Notz dagegen zu halten. In Ohrern, Nachbardorf, wollten 6 Leute für die AfD in der Kommunalwahl antreten. Zum Schluss waren es nur noch 3. Die Pulsnitzer, 3 AfDer, müssen jetzt im Amtsblatt sich vorstellen und da reicht Ausländerfeindlichkeit und Verschwörungstheorien nicht mehr aus. Wir Kandidaten, 2 für Pulsnitz Stadtrat, haben am Donnerstag auch das Kurzwahlprogramm eingereicht und hoffen, da gut zu punkten. Mein politischer Schwerpunkt liegt auf dem ländlichen Raum und ich möchte mich stark machen für die Menschen, die dort leben. Eine Ursache für die schlechte Stimmung ist das verbreitete Gefühl, abgehängt zu sein. Mancherorts gibt es keine Schule mehr, keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Verwaltung, nur langsames Internet, schlechte Bus- oder Zugverbindung oder gar nichts mehr. Das sind die Probleme in den Dörfern und in kleinen Städten und dort ticken die Uhren anders. Im ländlichen Raum ist die Mundpropaganda, unter anderem Reden über den Gartenzaun, das ausschlaggebende, klassische Wahlwerbung, egal wie gut sie sein mag, kommt nicht an. Nur wenn man in vielen Vereinen vernetzt ist, kann man erklären, was wir Grünen wollen. Zudem braucht man Jahre, um Vertrauen zu gewinnen und die Gesprächsfäden zu unserer Partei zu knüpfen. Aber dann sagen die Menschen einem auch, wo der Schuh drückt. Dass sie etwa dagegen sind, Bäume im öffentlichen Raum mit der Kettensäge zu sanieren, sich aber vor Schäden durch herabfallende Äste sorgen. Da müssen wir die Menschen mit und ernst nehmen. In meiner Heimatstadt Pulsnitz bin ich das einzige grüne Parteimitglied und die nächsten sind 15 Kilometer entfernt. Das erschwert natürlich die Arbeit vor Ort. Überhaupt ist es als Grüner im ländlichen Raum schwer, Fuß zu fassen. Die Partei hat seinen guten Ruf und einige umstrittene Forderungen von früher hängen. Uns immer noch nach, wie die Benzinpreise auf 5 Mark zu erhöhen im ländlichen Raum. Kommt man aber meist nicht ohne Auto aus. 2008 hatte ich zur Bürgermeisterwahl als Unabhängiger kandidiert und fast 10% geschafft. Und 2009 bei der Bürgermeisterwahl wegen Ortsvergrößerung habe ich mich von den Grünen aufstellen lassen und bin auf 3,2 abgesackt. Davor hatte ich Flyer persönlich verteilt, da hat ein Mann gesagt, du ja, aber Grüne auf keinen Fall. Christine und Jens, ihr seid mit mir 2017 durch Pulsnitz gegangen und da wurden wir freundlich behandelt. Damit bin ich in Pulsnitz Umgebung als Grüner angekommen. Wir Grünen des Regionalverbandes und des KV Bautzen sind auch immer öfter in der Presse zu finden und die Presse arbeitet mit uns. Unser 85er Grünen Stammtisch in Kamenz mit Katja Anfang des Monats wurde von einer Tageszeitung und 2 Wochenzeitungen angekündigt. Wir werden schon wahrgenommen, auch wenn wir nur 11 Mitglieder in der Regionalgruppe sind. Unser Gebiet gehört von Pulsnitz bis zu den sorbischen Kerndörfern. Im Juni wird die Regionalgruppe eine Raddemo machen, damit der Rest des Radweges von Pulsnitz und Kamenz gebaut wird. Und da wäre es schön, wenn da auch Dresdner mitradeln würden.
Stadt und Land gehören normalerweise zusammen und sollten eine Einheit bilden. Auch dafür möchte ich mich stark machen. Als Bürgerrechtler habe ich mich immer wieder für Demokratie und Recht eingesetzt. Dabei habe ich mit Themen befasst, die nicht sexy sein mögen, die aber wichtig sind und den Alltag vieler Menschen beeinflussen, wie Abwasser, Straßenbau, Trinkwasser und Müllentsorgung. Dabei konnte ich viele Missstände aufdecken, was nicht immer leicht war, weil mir oft die Akteneinsichten verwehrt wurden. Um in den Dörfern und kleinen Städten im ländlichen Raum zu helfen, müssen endlich sächsische Gesetze geändert werden, und da sehe ich meine Aufgabe als Kandidat. Als Direktkandidat trete ich im Wahlkreis 53 Bautzen II das zweite Mal für die Grünen an, dank meines KVs. Mein Versprechen: Ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass das Wahlprogramm der Grünen umgesetzt wird, in welchem auch die sorbische Bevölkerung einen wichtigen Platz einnimmt. Deshalb bitte ich euch um euer Vertrauen, um eure Stimme. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.